Wir wollen heute die Rhythmusstörungen, die Tachykarden, die schnellen und die langsamen Rhythmusstörungen näher betrachten und die verschiedenen Behandlungsmethoden diskutieren. Sie wissen, das EKG, mit dem EKG können wir die Rhythmusstörung diagnostizieren. Das EKG, das wurde schon vor über 100 Jahren entdeckt und entwickelt von einem Holländer, dem Willem Einthoven, welcher dafür den Nobelpreis erhielt. Damals war das ein großes Gerät, kompliziertes Gerät, und der Patient hatte hier die Extremitäten, die Füße und die Hände in einem Salzwasserbad gefügt und von der Haut konnten die Herzströme abgeleitet werden. Heute, mehr als 100 Jahre später, haben wir modernste Technologien, mit Hilfe derer wir die elektrischen Impulse im Herzen direkt aus dem Herzen über die Leiste mit speziellen Kathetern ableiten können und im Bildschirm darstellen können und verschiedene Bildgebungen wie CT oder MRI integrieren können. Zuerst möchte ich kurz nochmals die Anatomie des normalen Herzens näher beleuchten. Sie sehen hier das Herz schematisch dargestellt. Das teilt sich in ein rechtes Herz, das venöses, ungesättigtes Blut aus dem Körper zurück in die Lunge pumpt, wo es wieder aufgesättigt wird mit Sauerstoff und von dort in rotes Blut, gesättigtes Blut, in den linken Vorhof, über die linke Hauptkammer und dann über die Hauptschlagader wieder in Kopf und in den Körper geworfen wird. Damit dieser Zyklus wiederholt koordiniert werden kann, hat das Herz eine elektrische Verkabelung. Eine elektrische Verkabelung mit am Anfang einem Taktgeber, einem Sinusknoten, dem Taktgeber, der den elektrischen Impuls bildet und aussendet über beide Vorhöfe. Die Vorhöfe in der Folge ziehen sich zusammen, pumpen das Blut in die beiden Kammern. Und nachdem der elektrische Impuls über den AV-Knoten, die Relaisstation in der Mitte des Herzens, über beide Schenkel in die beiden Kammern geleitet wurde, ziehen sich beide Kammern zusammen. Diesen elektrischen Impuls, diese elektrischen Ströme können über das normale Oberflächen-EKG von der Haut abgeleitet werden. Das bildet sich dann ab in einem speziellen Muster, wo Vorhoferregung und Kammererregung abgebildet werden in dem Oberflächen-EKG, wo Sie hier ein Beispiel sehen für ein normales Oberflächen-EKG von einem Patienten. Wenn alles funktioniert, können Erregungen von Vorhöfen über die Relaisstation in beide Kammern schön koordiniert werden. Bei Rhythmusstörungen ist diese normale Erregung von oben nach unten gestört. Entweder haben wir Kurzschlüsse mit großen Bahnen oder kleineren Bahnen in den Vorhöfen oder zwischen Vorhöfen und Kammern. Oder man hat Fehlzündkerzen, die ganz schnelle Impulse aussenden und so diesen normalen Rhythmus stören und schnelles Herzrasen provozieren kann. Um Episoden von schnellem Herzrasen aufzuzeichnen, braucht es häufig eine Aufzeichnung über einen Tag oder zwei Tage, sogenannten Holter, ein EKG-Gerät, das über drei Kanäle über die Brustwand ambulant zu Hause kontinuierlich den Herzrhythmus aufzeichnet. Und wenn der Patient eine Störung feststellt, kann man das mit der Aufzeichnung im Holter-EKG korrelieren und so dem Grund der Diagnose auf den Grund gehen. Man kann in diesem Holter-EKG auch langsame Rhythmusstörungen feststellen, wie hier diese Pause zwischen zwei Herzschlägen, wo vielleicht ein Herzschrittmacher indiziert werden kann. Wenn man aber einen Verdacht hat auf eine Rhythmusstörung, die schnell ist, die auf zusätzliche Bahnen beruht, dann möchte man gerne
die Herzimpulse invasiv messen und so dann eventuell auch in der gleichen Sitzung mittels Katheter die Herzrhythmusstörung heilen. Hier sehen Sie ein Beispiel für ein invasiv abgeleitetes EKG. Verschiedenen Punkten, ich zeige Ihnen das noch, im Herzen, in Vorhöfen, an der Röllestation, im Hauptknoten und in den Kammern kann der elektrische Impuls in Ruhe und in der Tachykardie aufgezeichnet werden. Und der Mechanismus kann untersucht werden und dann in einem zweiten Schritt kann mittels Energie das verantwortliche Gewebe zerstört werden und im besten Fall ist der Patient für immer von dieser Herzrhythmusstörung geheilt. Diese invasive Untersuchung wird im Elektrophysiologie-Labor durchgeführt. Ein Labor, das ähnlich ist wie ein Herzkatheterlabor, wo die Ballone eingeführt werden bei Engnissen in den Herzkranzgefäßen. Diese Labore sind ausgerüstet mit einem Röntgengerät, wo die Röntgendurchleuchtung durchgeführt wird, damit man die Katheterorientierung sieht. Man hat auch Messgeräte, um die Rhythmusstörung aufzuzeichnen. Man hat auch Geräte, um die Rhythmusstörung auszulösen, wie Schrittmacher. Diese Katheter werden eingeführt über die rechte Leiste, über die Vene wird das eingeführt. Die wird punktiert mit einer Nadel. Und im Gegensatz zur Arterie ist man in einem Niederdrucksystem in der Vene. Und über diese Vene, über die untere Hohlvene, werden die Katheter in die rechte Herzhälfte eingeführt. Es werden meistens drei verschiedene Katheter gleichzeitig eingeführt und an verschiedenen Orten im Herzen positioniert, wie hier im rechten Vorhof, am AV-Knoten und in der Spitze von der rechten Kammer. Sie sehen hier das Schema dazu. Wir orientieren uns im Röntgen, in der Röntgendurchleuchtung, verschiedenen Ebenen, wo wir sind im Herzen und wir haben auch das elektrische Signal abgeleitet von der Spitze, von metallischen Polen an den Kathetern. Hier ein Beispiel nochmals für das Oberflächen-EKG oben und unten an verschiedenen Orten das intrakardiale, lokal am Ort des Geschehens abgeleitete EKG. Wenn die Herzrhythmusstörung diagnostiziert wurde, wird die gleiche Herzrhythmusstörung mittels den gleichen Kathetern über Radiofrequenzenergie gezielt eliminiert. Wir haben dazu sogenannte Ablationskatheter, welche über die Hand, über das Ende an der Leiste gestört werden kann. Und über die Spitze in diesem Katheter kann Wechselstrom abgegeben werden, sehr hochfrequenten Wechselstrom, der keine Schmerzen provoziert. Und dieser Wechselstrom macht Wärme und die Wärme zerstört das Gewebe, sobald es eine Temperatur über 50 Grad erreicht. Diese gezielte Eliminierung von Herzmuskelgewebe, welche für die Tachykardie verantwortlich ist, ist das Ziel so einer Ablation, damit im besten Fall der Patient geheilt ist. Über die Spitze wird die Energie abgegeben, das Gewebe im Herzen wird erwärmt und zerstört, sodass es elektrisch nicht mehr leiten kann und die Herzrhythmusstörung nicht entstehen kann. Es gibt verschiedene Herzrhythmusstörungen, die einer Katheterablation zugänglich ist. Die meisten Herzrhythmusstörungen befinden sich in den Vorkammern, in den Vorhöfen oder in der Nähe von Hauptknoten, vom AV-Knoten, die zugänglich sind dieser Verödung durch Katheter. Bevor die Patienten zu uns kommen für diese invasive Untersuchung, haben wir meistens ein EKG angefertigt in Ruhe, aber auch ein EKG, das angefertigt wurde während dem Herzrasen. Wir haben häufig auch 24 oder 48 Stunden EKG und Ultraschall vom Herzen. Die Patienten sind während Untersuchung wach, erhalten eine kleine Dosis von einem Schlafmittel, damit sie etwas relaxiert sind und meistens sind keine Schmerzmittel notwendig, um diese Untersuchung durchzuführen. Nach der Untersuchung erhalten die Patienten einen Druckverband für 4 bis 6 Stunden,
haben Bettruhe und können eventuell schon am gleichen Tag ambulant entlassen werden oder werden am nächsten Tag, nachdem der Kreislauf überwacht wurde, nach Hause entlassen. Sie sehen hier ein erstes Beispiel von einem Ruhe-EKG, von einem Patienten, der über wiederkehrende, regelmäßigen Episoden von Herzrasen klagt. Der Fachmann hier in diesem EKG erkennt sofort, was der Mechanismus sein kann. Er sieht, dass dieses EKG nicht ganz normal ist, dass die Erregung der Kammern hier verfrüht kommt und im Gegensatz zum normalen EKG rechts ist dieser Kammerkomplex verändert. Und das ist ein klarer Hinweis für eine zusätzliche Bahn zwischen Vorhöfen und Kammer. Normalerweise hat man eine Relaisstation, diesen AV-Knoten als Verbindung, eine elektrische Verbindung zwischen Vorhöfen und Kammern. Und bei diesen Patienten mit dem sogenannten WPW-Syndrom besteht eine zusätzliche Verbindung, eine elektrische Verbindung von Vorhöfen und Kammern. Eine zusätzliche Verbindung, die seit Geburt bestanden hat. Diese zusätzliche Verbindung macht, dass dieses Gewebe hier in den Kammern etwas verfrüht erregt wird. Normalerweise geht die Erregung ausschließlich über den AV-Knoten, aber bei diesen Patienten gibt es parallel dazu eine zweite Erregungswelle auf beide Kammern. Und dieses Areal wird hauptsächlich von dieser Bahn erregt und macht dieses typische EKG. Hier ein Beispiel in Bewegung. Zusätzlich zu dieser elektrischen Welle gibt es diese Welle über die zusätzliche Bahn hier rechts bei diesem Herzen. Und diese zusätzliche Bahn kann bei diesem Patienten in gewissen Situationen Herzrasen auslösen. Wie entsteht das? Diese zusätzliche Bahn hier kann als Teil von einem Kreislauf angesehen werden bei diesem regelmäßigen schnellen Herzrasen. Die Erregung geht hier normalerweise über den AV-Knoten runter und anstelle, dass es am Ende ausschleicht in der Spitze vom Herzen, kehrt die Erregung zurück auf die zusätzliche Bahn und erregt wiederum beide Vorhöfe. Und der Kreis kann sich schließen und die Erregung kann weiterdrehen. Und es gibt so einen Kurzschluss im Herzen, einen großen Kurzschluss, wo beide Verbindungen zusammengeschlossen werden. Und dann kann das Herz in plötzlicher Ruhe mit 150, 180 oder sogar 200 Schlägen pro Minute schlagen. Und diese zusätzliche Verbindung, die Sie hier gesehen haben, rechts, ist hier links und die kann Ziel einer Verödung sein, um den Patienten nachhaltig definitiv zu heilen. Es gibt auch andere Rhythmusstörungen wie Vorhofflattern oder Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist die häufigste Rhythmusstörung überhaupt. Das ist eine chaotische Erregung beider Vorhöfe. Die Vorhöfe erregen sich mit einer Frequenz von 300 bis 400 Schlägen pro Minute. Sie sehen hier ein Beispiel von diesem Vorhofflimmern im Oberflächen-EKG. Die Kammern werden zum Glück nicht mit 300 erregt, weil der Zwischengeschalt zwischen Vorhöfen und Kammern ist diese Relaisstation, die diese Erregung abbremst. Auf etwa 100 oder 140 oder 150. Diese Überleitung ist aber unregelmäßig, sodass die Patienten über einen schnellen und unregelmäßigen Puls klagen. Das Vorhofflimmern. Das ist die häufigste Erkrankung überhaupt, kommt vor allem mit zunehmendem Alter vor. Etwa 5% der 60-jährigen Männer haben Vorhofflimmern und über 10% der 80-jährigen Personen haben Vorhofflimmern. Es gibt Leute, die spüren, haben keine Beschwerden, aber es gibt auch Leute, die haben mannigfaltige verschiedene Symptome, Beschwerden wie Herzrasen, Müdigkeit, Atemnot, etwas Schwindel. Und wegen dem schnellen Puls, wegen der schnellen Erregung der Kammern, kann sich eine Herzinsuffizienz, eine Herzmuskelschwäche entwickeln. Und
weil das Blut in den Vorhöfen nicht richtig zirkulieren kann, kann das Blut gerinnen in diesen Vorhöfen. Und im schlimmsten Fall kann so ein Gerinnsel aus den Vorhöfen in den Kreislauf im Hirn abwandern und dort einen Schlaganfall provozieren, sodass viele dieser Patienten eine Blutverdünnung brauchen. Es gibt auch verschiedene Medikamente gegen Vorhofflimmern. Diese Medikamente haben aber bei dieser chronischen Erkrankung häufig wenig Wirkung oder verlieren ihre anfängliche Wirkung mit der Zeit, und es treten zum Teil auch bei gewissen Patienten Nebenwirkungen auf. Es gibt auch die Elektrokonversion, haben Sie vielleicht auch schon gehört, den Elektroschock, um das Vorhofflimmern zu stoppen. Die Wirkung des Elektroschocks ist aber nicht nachhaltig. Es ist so wie beim Computer. Der Computer, der nicht funktioniert, der ein Virus hat oder einen Wurm drin hat, man stellt den Computer aus, man stellt ihn wieder ein, es geht wieder, aber der Absturz ist programmiert. Jetzt gibt es seit mehreren Jahren eine Katheterablation gegen Vorhofflimmern. Man hat vor etwa 12 Jahren entdeckt, dass das Vorhofflimmern nicht in den Vorhöfen entsteht, sondern in den Lungenvenen. Es gibt 4 Lungenvenen und Sie sehen hier mit Kontrastmittel gefüllt die linke obere Lungenvene. Und Extraschläge, also früh einsetzende elektrische Impulse in dieser Lungenvene, können das Vorhofflimmern starten. Diese Fehlzündkerzen stehen da, fungieren wie Fehlzündkerzen, die das Vorhofflimmern zum Starten bringen. Wie Sie hier sehen, diese Fehlzündkerze hier noch in Ruhe, ohne Vorhofflimmern, in einer anderen Situation, wenige Minuten später, kann diese Fehlzündkerze den Patienten aus dem normalen Rhythmus, dem Sinusrhythmus, in Vorhofflimmern versetzen, dem schnellen, unregelmäßigen Herzrasen. Diese Lungenvenen können mit Laserkatheter, dem sogenannten Laserkatheter, abgeleitet werden. Ich habe hier eines mitgebracht, das können Sie nachher anschauen. Das ist ein beweglicher Katheter mit verschiedenen Polen, 10 bis 20 Polen am Ende. Und mit diesem Ring kann man den inneren Durchmesser von dieser Lungenveneneinmündung elektrisch ableiten, wie Sie das hier sehen, in der rechten unteren Lungenvene, hier im Röntgen. Und das Ziel einer Katheterablation bei diesen Patienten ist die elektrische Isolierung der Lungenvenen. Wie Sie sehen, hier die Ableitung lokal der Lungenvene vor der Ablation mit elektrischer Isolierung der Lungenvene verschwinden diese Spitzenpotenziale in der Lungenvene. Um dorthin zu gelangen, punktiert man auch wiederum die Leiste rechts, die Venen in der rechten Leiste. Von dort gelangt man in den rechten Vorhof. Um den linken Vorhof zu gelangen, muss man das Septum, die Membran zwischen linken Vorhof und rechten Vorhof, durchstechen. Ich zeige Ihnen das hier in diesem Film. Sie sehen, diese Katheter haben eine Spitze, man sieht es nicht gut, hat zu viel Licht. Da haben wir hier eine Nadel, und mit der Nadel wird die Membran zwischen dem rechten Vorhof und linken Vorhof durchstochen, und mit Kontrastmittel kontrolliert man, dass man im linken Vorhof ist. Vom linken Vorhof gelangt man dann in die verschiedenen Lungenvenen, wie hier die linke untere Lungenvene. Sie sehen hier in der linken unteren Lungenvene diesen Lasso-Katheter. Seit mehreren Jahren behelfen wir uns nicht nur dem Röntgen für die Orientierung der Katheter, sondern auch einem dreidimensionalen Mapping-System. Wir haben unter dem Patienten, unter dem Herzen des Patienten, sind 3 elektromagnetische Spulen angefertigt. Und diese Spulen können die Spitze des Katheters, das im Herzen liegt, dreidimensional auf 1 mm genau lokalisieren. Mit dieser Spitze wird der linke Vorhof, Sie sehen hier der linke Vorhof von hinten dargestellt, wird dieser linke Vorhof von innen abgetastet, und man gewinnt in der Summe dieser Punkte, die man abtastet, eine Abbildung vom linken Vorhof von hinten hier,
mit den vier Lungenvenen. Und um diese Lungenvenen wird die Ablation hier mit roten Punkten durchgeführt, um am Schluss einen elektrischen Dichtungsring zu erhalten, der die Lungenvenen, wo diese Felsenkerzen sind, als Starter für das Vorhofflimmern elektrisch zu isolieren. Wir können auch ein 3D-CT-Bild, das vorher angefertigt wurde, Wochen vorher angefertigt wurde. Sie sehen hier die Hauptschlagader, die linke Hauptkammer und in Blau den linken Vorhof. Wir können diesen linken Vorhof aus dem CT gewonnen in unser Bild während der Untersuchung integrieren, wie Sie es hier auch sehen. Hier rechts das CT-Bild in Gelb und in Grau das Bild, das wir mit dem Katheter gewonnen haben. Und Sie sehen hier ein Beispiel für eine Untersuchung. Während der Untersuchung haben wir dieses Computerbild, das wir bewegen können in alle Richtungen. Und Sie sehen die Bewegungen auch des Katheters, Sie sehen die elektrischen Signale während der Untersuchung. Und hier wird noch der letzte Punkt gesetzt, damit der Ring geschlossen wird, die elektrische Erregung in die Lungenvene gestoppt wird. Im besten Fall haben wir am Schluss von der Untersuchung eine Konversion, eine Umwandlung von Vorhofflimmern in normalen Sinusrhythmus. Wer profitiert denn von dieser Vorhofflimmerablation? Ist es der junge, ansonsten gesunde Patient, der relativ selten ist, weil es sind häufig ältere Patienten, die Vorhofflimmern haben, oder ist es der mittelalterliche Patient, der keine Beschwerden hat, sich nicht körperlich betätigt, oder ist es die aktive Urgroßmutter, die jeden Tag joggen geht. Wir haben unsere Patientendaten untersucht, die Patienten, die wir untersucht haben, und haben festgestellt, dass auch ältere Patienten über 65, über 70 Jahre genauso gut profitieren von dieser Untersuchung wie Jüngere, dass Komplikationen nicht häufiger auftreten. Wir führen diese Katheterablation bei Patienten, die symptomatisch sind, also Beschwerden haben, und die Beschwerden haben trotz optimaler Medikamententherapie. Erfolgsraten sind zwischen 70% und 90% und Komplikationen treten etwa 2-3% auf. Besten Dank fürs Zuhören.